Super. Zu Beginn meiner Rede möchte ich all diejenigen begrüßen, die sich heute Zeit genommen haben, um ihre Solidarität zu den Streikenden im südlichen Europa zu bekunden. Die Menschen von Echte Demokratie, jetzt München und Occupy, heißen euch willkommen. Zu diesem Tag der Solidarität kann ich nur eines sagen. Es sind nicht Brüssel, nicht Straßburg, nicht die EZB, es sind nicht Merkel, Hollande, Barroso und wie sie sonst alle heißen, die die Einheit Europas verdeutlichen. Nein, es sind solche Momente wie dieser hier, wenn die Völker Europas Hand in Hand gehen und mit einer Selbstverständlichkeit solidarisch sind und Freundschaft bekunden. Wir sind heute hier, um zu zeigen, dass wir nicht länger Opfer eines politischen und ökonomischen Systems sein wollen, das für die Lösungen seiner eigenen Probleme keine anderen Mittel kennt als die Zerstörung von Sozialsystemen, von Menschen, von Kulturen, von Lebensräumen und Ökosystemen. Ein System, welches gerade im Begriff ist zu kollabieren und das in seinem letzten Aufbäumen Amok läuft. Eine ökonomisch-politische Wahnvorstellung. Ein zügelloser Kapitalismus, der alles und alle mit in den Abgrund reißt. Die katastrophalen Entscheidungen dieser sogenannten Troika verdeutlichen es und die Vergangenheit beweist es. Es wird den Ländern, denen diese Kur aufgezwungen wird, nicht besser gehen, sondern schlechter. Diese Hilfskredite sind ganz sicher nicht dafür gedacht, dass sich die Situation der dort lebenden Menschen verbessert. Sie müssen im Gegenteil den Gürtel immer enger und enger schnallen, mit verheerenden Konsequenzen für die Ärmeren. Hallo! Deswegen sind wir heute hier. Weil wir es als mitfühlende Menschen nicht zulassen, wir wollen es nicht zulassen, dass eine Bande von Räubern sich über ganze Völker hermacht und sich danach wie in einem Ramschladen bedient. Diese Kreditkrise ist entstanden, weil es zu einer massiven Umverteilung von unten nach oben kam und nicht, weil die Griechen korrupt, verschwenderisch und die Spanier faul sind. Damit die Umverteilung von unten nach oben gewährleistet wird, wird die neoliberale Agenda mit ihren Helfern aus der politischen Elite intensiviert. Die Frage, die man sich dabei stellen sollte, ist, wann ist Deutschland dran? Den Menschen in Deutschland wird vorgegaukelt, wir wären im Wirtschaftswunderland, ein Wunderland, wo es Millionen von Arbeitslosen gibt, wo es Millionen unterbezahlte und prekäre Arbeitsplätze gibt. Wenn das Wirtschaftsboom ist, dann möchte ich gern wissen, wie es aussieht, wenn es zu einer Rezession kommt. Und diese kommt mit Sicherheit. Und wenn sie kommt, wenn ein gieriger Kapitalmarkt, dessen Maul immer größer wird, sich wie ein Schatten übers Land legt, dann wird der Zeitpunkt kommen, da die Regierung die Sparpolitik auch hier anwendet. In der Hand wird man die vielleicht gelungenen neoliberalen Experimente aus Griechenland, Spanien und Portugal haben. Man wird diesen Nationen die Schuld an der Krise in Deutschland zuweisen, um abzulenken. Eins sollte klar sein, wir werden das nicht ohne Widerstand hinnehmen. Genauso wenig wie diese Krise zyklisch ist, ist unser Protest keine vorübergehende Laune. Vielmehr ist dieser Protest ein Ausdruck von gesellschaftlichem Wandel. Dies ist kein altmodischer Klassenkampf, der bevorsteht, sondern vor allem ein Konflikt der Ideen. Die Eliten sind kein Garant für Frieden in Europa und in der Welt, sondern eine Gefahr. Sie sind nicht die Lösung, sie sind das Problem. Ihrem Europa der Kaufleute steht ein Europa der Menschen gegenüber. Ihrem Europa der Gier
und der Spaltung steht ein Europa der Solidarität gegenüber. Der Widerstand wächst, wir werden immer zahlreicher und unser Wissen über die Machenschaft der Eliten wird größer. Und auch wenn sich Politik und Medien mit aller Kraft gegen uns stemmen, so kann ich nur wiederholen, was Victor Hugo einmal äußerte. Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Liebe Mitmenschen, liebe Freunde in Griechenland, Spanien, Italien, Malta, Portugal, Zypern und überall wo auf dieser Welt. Ihr seid nicht allein in eurem Widerstand. Der Versuch, unsere Nationen zu spalten, wird nicht gelingen. Wir sind an eurer Seite. Lasst uns gemeinsam nach einem Europa der Demokratie, der Gerechtigkeit, des sozialen Zusammenhalts, des Friedens und des Wohlstands für alle streben. Frei nach dem Motto Global Change, eine andere Welt ist möglich, eine mögliche Welt ist anders. In diesem Sinne bleiben wir solidarisch. Danke für das Zuhören.